So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Rubrik, und zwar Storytime. Einfach eine Rubrik, wo ich euch ein bisschen was erzähle, kleine Geschichten. Und die erste Geschichte habe ich mir sehr, 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 sehr lange überlegt, ob ich die mal im Stream erzähle oder überhaupt auf YouTube erzählen will. Und es ist jetzt knapp ein Jahr her. Und ich glaube, um so eine Rubrik ins Leben zu rufen, ist das, glaube ich, echt eine gute Geschichte, wirklich. Also es wird jetzt in nächster Zeit öfter mal kommen, dass wenn ich einfach mal Lust habe, ein bisschen zu quatschen als Stream oder als Video, euch einfach von Sachen aus meinem Leben erzähle. Ne? Also, wie gesagt, es ist ungefähr ein Jahr her. Ich hatte gerade Feierabend, bin auf dem Weg nach Hause und früher bin ich immer musste ich so einen Berg hochfahren, dann fährst du eine Landstraße und dann Richtung Autobahn. Also ich bin immer Autobahn früher nach Hause gefahren, mag ich heutzutage nicht mehr, aber es hat andere Gründe. Und ich fahre diese Landstraße lang, auf einmal sehe ich so einen gräulichen Wagen da stehen, so ein Familienkombi. Steht einer, Motorhaube offen und hat dann gewunken, dass er Hilfe brauchte. Gut, ich nicht viel Ahnung von Autos, gebe ich ehrlich zu. Dachte so, ja, aber vielleicht kann ich dem wenigstens mein Handy geben, dass er irgendjemand anrufen kann, wie auch immer. Gut, halte davor an. Der scheint auch schon länger da gestanden zu haben, aber wie das ist, da hält nie einer an. Kann ich auch verstehen, als Frau oder so würde ich da auch nicht anhalten. Einfach weil die Zeit heutzutage nicht geil ist für sowas, einfach, wenn ihr wisst, was ich meine. Da hält dir einer ein Messer an den Kopf oder sonst was. Ja, ich da angehalten, mach das Fenster runter. Typ rennt die 10, 15 Meter, die ich mir gelassen habe, zu meinem Auto. Wollte halt auch erstmal gucken, wer das ist, wie viele das sind, bla bla bla. Und es war ein Mann ausländischer, hätte ich jetzt was gesagt. Es war halt ein Ausländer, keine Ahnung, Iraner, Afghane, was auch immer, weiß ich nicht. Habe ihn auch nicht gefragt. Und im Auto saß zwei Kinder, Frau, was ich gesehen habe. Und er kam ans Fenster, lehnte mich, hat erstmal sich 10-mal bedankt, dass ich überhaupt angehalten habe. Gesagt, ja, kein Problem, bla bla bla, was denn los wäre. Ja, meinte er, er hat keinen Sprit mehr im Tank. Ich so, ja, kein Problem, was soll ich machen? Soll ich dich mit zu einer Tankstelle nehmen? Dann kannst du dir da einen Kanister kaufen, was auch immer. Er hat nicht so gut Deutsch gesprochen, aber er hat verstanden, was ich meinte. Dann hat er gesagt, nee, 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 bisschen Tank habe ich noch gesprochen, bisschen Geld für Tank. Das schien mir schon komisch, wirklich. Ich so, ja, dann musst du welches, sollen wir zu einer Bank fahren, willst du das abheben? Hey, nee, ich habe keine Karte, bla bla bla. War schon alles sehr, sehr komisch. Gut. So dumm würdet ihr jetzt sagen, ich nenne es einfach menschenfreundlich oder wie meine Art ist. Ich einen Zehner aus meinem Portemonnaie geholt, dem Zehner in die Hand gedrückt. Ich so, geh halt tanken, guck, dass du nach Hause kommst, bla bla. Da meinte der, ja, wir müssen aber ganz weit fahren, ich brauche ein bisschen mehr Geld. Gut, das wäre der Punkt gewesen, wo ein normaler Mensch gesagt hätte, gut, das reicht jetzt, bla bla bla. Ich bin da ein bisschen anders, werde ich nachher nochmal zu kommen. Er wollte also er hat mich um mehr Geld angebeten. Er hat mir seine Telefonnummer gegeben, hat gesagt, er ruft am nächsten Tag an, wenn er bei seinen Freunden oder bei seiner Familie ist, dann überweist er mir das Geld zurück. Hat sich 10.000 Mal bedankt, hat 1.000 Mal gesagt, Allah beschützt dich, bla bla bla, was auch immer. Ich möchte das auch nicht haten oder dass irgendjemand sich darüber lustig macht. Hat auf jeden Fall ganz viele Sachen gesagt. Ich möchte auch nicht genau sagen, wie viel ich ihm gegeben habe. Sagen wir mal so, da gehen manche Leute den ganzen Tag für arbeiten. Also schon ein bisschen was mehr als ein Zehner. Ja, habe ich ihm gegeben. Im Tausch quasi für seine Handynummer. Und der Mann war den Tränen nah und schien echt am Arsch zu sein. Er hat gesagt, dass sie gerade erst nach Deutschland gekommen sind, nichts zu essen haben, nichts, bla bla bla. So, und da Kinder,
im Spiel waren, ist es bei mir nochmal eine ganz andere Geschichte. Ihr wisst, ich bin Erzieher und fühle auch nochmal anders und dann hat das Ganze nochmal ein anderes Gewicht für mich. Hab ihm dann halt diese Summe X gegeben. Er ist in das Auto eingestiegen zur nächsten Tankstelle. Thema war soweit für mich erledigt. Ich habe das auch meinen Freunden erzählt. Die haben mir natürlich direkt gesagt, ich bin bescheuert, bla bla bla. Haben mir direkt zugesichert, dass ich dieses Geld nie wieder sehen würde. Abgesagt, mal abwarten, man weiß es ja nicht. Ich meine, das kann jedem passieren. Ich könnte jetzt auch meine EC-Karte zu Hause verlieren oder irgendwo liegen lassen. Habe kein Bargeld dabei, muss tanken. Da würde ich mich freuen, wenn mir einer 10 € pumpen kann, weißt du? Gut. Tag ist vergangen. Der Typ hat sich nicht gemeldet. Ich rufe die Nummer an. Mein erster Gedanke war, geht keiner dran, das ist eine falsche Nummer. Ruft er an, ist er dran gegangen. Ja, vielen Dank, super, du hast uns wahnsinnig geholfen. Schick mir doch deine Daten, dann überweise ich dir das Geld. Ich so, okay, mein Glauben an die Menschheit bestätigt. Habe ihm dann meine Bankdaten gegeben. Das war jetzt der nächste Punkt, wo die meisten sagen, du bist verrückt. Ja. Kann aber grundsätzlich kann er ja nicht damit viel machen. Er könnte vielleicht auf meinen Namen irgendwas kaufen. Aber gut, ich ihm die Daten gegeben. Und dann sind ein paar Tage verstrichen. Habe ihn dann nochmal angerufen. Haben gesagt, hey, wie sieht's aus? Bla bla bla. Der so, ja, ist unterwegs, dauert noch ein, zwei Tage. Gut. Als dann nochmal eine Woche rum war und ich die Nummer angerufen habe, gab es diese Nummer nicht mehr. Einfach nicht mehr vorhanden. Gelöscht, Handy kaputt, was auch immer, keine Ahnung. Ende vom Lied ist, wie es wahrscheinlich jeder von euch kommen sehen hat, ich bin verarscht worden. Ziemlich böse. Ja. Was habe ich daraus gelernt, ist jetzt die Frage. Das ist eine Frage. Glauben an die Menschheit habe ich definitiv nicht verloren. Ich bin immer noch so. Manchmal habe ich nicht viel Bargeld dabei, aber sag ich mal, ich habe einen Fünfer im Portemonnaie und ich sehe da jemanden auf der Straße, dem es wirklich dreckig geht, dem gebe ich den Fünfer. Geld ist für mich nicht wichtig, wirklich nicht. Also ich sehe Geld nicht als wichtig an. Deswegen gebe ich auch manchmal Leuten, denen es nicht so gut geht, was ab. Auch wenn die alles Betrüger sind, scheißegal. Und auch in der Situation denke ich, klar hat der mich beschissen, klar hat der mich verarscht. Und klar war ich auch fast einen ganzen Tag dafür arbeiten, für diese Summe. Aber das macht man ja auch nicht, wenn es nicht irgendeine Situation gibt, die das von einem verlangt. Das heißt, für euch ging es denen wirklich scheiße. Für euch hatten die wirklich keine Kohle zum Fressen oder was auch immer. Klar, ihr könnt jetzt sagen, Deutschland, bla bla bla, die geben denen Geld, was auch immer. Kann ja alles sein, dass er irgendwann noch mal Geld bekommen hatte. Aber in dieser Situation hat dieser Mann, dieser Familienvater, für sich, seine Frau und seine Kinder keinen anderen Ausweg gegeben, gesehen, als da Leute zu verarschen, beziehungsweise mich zu verarschen. Er hat keine andere Möglichkeit gesehen. Und ja, mein Geld ist weg, das ist ärgerlich, tut nicht weiter weh, ich werde jetzt davon nicht hungern, werde trotzdem meine Miete, mein Auto etc. bezahlen können, alles cool. Ist halt vielleicht einfach, sagen wir mal, ein PlayStation-Spiel, zwei weniger, die ich mir kaufen kann. Okay, tut mir nicht weiter weh. Scheiße hat sich trotzdem angefühlt. Hätte er mir das Geld zurücküberwiesen, hätte er diese Geschichte wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel eher gehört. Einfach weil das ja dann auch ein schönes Gefühl gewesen wäre, dass nicht alle Menschen so sind, wie es leider manchmal der Fall ist. Das ist für mich ganz schwierig. Ich will wirklich jedem Menschen immer eine Chance geben und will jedem Menschen das Beste sehen und will von dem Glück, was ich habe. Mir geht's super gut. Ich habe eine schöne Wohnung. Ich kann mir, ohne jetzt irgendwas anzugeben, wenn ich morgen Lust hätte, mir eine neue PlayStation zu kaufen, kaufe ich mir morgen eine neue PlayStation. In der glücklichen Situation bin ich halt in meinem Leben, beziehungsweise mit meiner Partnerin, uns geht es gut.
wenn wir Lust haben, diese Woche 10-mal Pizza zu bestellen, dann machen wir das. Und dann ist das okay. Wir müssen kein Geld umdrehen, uns geht es wirklich, wirklich gut. Und deswegen finde ich es auch in Ordnung, manchmal einfach was abzugeben. Ich glaube, da kann jeder in meinem Freundeskreis, ob der Geld braucht, ob der keinen Kohle für ein Spiel hat. Ich bin bis jetzt, glaube ich, jedes Mal eingeschwungen und habe gesagt, komm, hier hast du einen Zehner für das Game, Hauptsache du kannst mit uns zocken. Da kann, glaube ich, jeder ein Lied von singen, ne? Und in der Situation, ja, er hat mich verarscht, aber er musste es anscheinend tun, für seine Familie und für die Kinder. Und wenn ich damit verhindert habe, dass irgendwelche Kinder jetzt hungernd unter irgendeiner Brücke pennen müssten und vielleicht wenigstens einen Abend im warmen Auto sitzen könnten und sich was zu fressen lassen konnten, dann ist das für mich okay. Es wäre schöner gewesen, das Geld wiederzubekommen, einfach für meinen Glauben an die Menschheit. Aber so ist das definitiv in Ordnung für mich. Ich weiß, das werden jetzt nicht viele von euch verstehen. Drei Tage danach habe ich wieder jemandem Geld gegeben. Und zwar nur ein Fünfer und nur jemanden, der in der Straße saß, Musik gespielt hat. Du hast gesehen, dass es dem nicht gut ging, der nicht viel Geld hatte, nichts zu fressen, bla bla bla. Sowas wird meine Meinung auch definitiv darüber nicht ändern, ne? Ihr müsst das nicht verstehen. Ich möchte euch einfach an solchen Sachen teilhaben lassen, euch in Zukunft auch öfter sowas erzählen, wenn mir sowas passiert. Möchte auf gar keinen Fall, dass jetzt irgendwas wegen Beleidigen etc. in den Kommentaren passiert. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Seht es vielleicht als Lehre. Ich weiß nicht, ob ich heute nochmal anhören würde, wahrscheinlich wieder. Aber lasst euch vielleicht einfach eine Lehre sein. Gebt ein bisschen Liebe ab, aber macht es vielleicht anders. Spendet irgendwas an irgendwelche Organisationen. Oder wenn man mal jemanden wirklich sieht, der irgendwo sitzt, dem es nicht gut geht, drückt dem man 5 in die Hand. Keine Ahnung, geht ihm von mir aus ein Sandwich holen, drückt dem das in die Hand, wenn du siehst, der hat nichts zu fressen. Einfach mal nicht nur an sich selber denken, ne? Manchmal fällt man dann auf die Schnauze, das ist einfach so, wird verarscht. Aber ganz wichtig ist, dass man dann einfach nicht aufgibt und weitermacht. Weil wenn, nur weil man mal auf die Schnauze fällt mit sowas, man dann mit sowas aufhört, dann kommen wir irgendwann in eine ganz, ganz traurige Welt, in der ich nicht leben möchte. Ne? Bin ich ganz ehrlich. Soll nicht jeder so sein wie ich, aber vielleicht ein kleines Stückchen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ne? Wenn durch irgendeinen glücklichen Zufall derjenige das Video hier sehen sollte, ich küsse dein Auge, ich hoffe, es geht deiner Familie gut. Ich hoffe, ihr habt das alles gut überstanden. Keine coole Aktion, was du abgezogen hast, aber bin auf jeden Fall da nicht böse oder sonst was. Oder? Es gab anscheinend Gründe, das zu tun. Ja gut, ihr Lieben, ich glaube, viel mehr gibt es zu der Geschichte jetzt nicht zu sagen. Waren jetzt auch schon wieder 14 Minuten. Und es ist wirklich schwierig zu erklären, was ich in der Zeit gefühlt habe und immer noch fühle. Oder? Ich denke da oft noch dran zurück, wie ich heute handeln würde und würde ich immer noch tun. Oder? Bin ich ganz, ganz, ganz ehrlich. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank für euren Support. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Haut raus. Schönen Abend noch. Ciao, ciao, Jungs.